Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von New Super Mario Bros. U Deluxe auf der Nintendo Switch. So, wir waren bei der nächsten Welt stehen geblieben und zwar im Minzmeer, Strand der 1000 Fontänen. So heißt das erste Level. So, dann wollen wir doch mal. Boah, schöne Musik. Und natürlich Eis. Und hier haben wir die erste Münze. So, die Münze gut bekommen. Autsch. Das war echt ein mieser Schuss, muss ich sagen. Die Frage ist, ob ich in die Röhre muss. Aber da wir jetzt schon zwei Starcoins haben und hier bei der Hälfte sind, bin ich mir fast schon sicher, dass die Münze noch kommt. Da unten. Doch nicht. Aber ein Leben. Da wird mit Sicherheit die Münze noch kommen. Okay, das hat mit Sicherheit was zu heißen. Ich habe mir irgendwie so ein Gefühl, dass es da, wie ich es mir schon dachte. Und geschafft. Level Nummer 1. So, tropische Tiefen. So, das hört sich nach einer Unterwasserwelt an. Hier haben wir auf jeden Fall einen Geheimgang, das sieht man schon. Aber nur Coins. Ja, eine Feuerblume gefällt mir dort definitiv besser. Die Seeigel. Oh, da haben wir die erste Starcoin. Schon kommt hier der Checkpoint. Könnte es sein, dass ich die Starcoin vielleicht schon verpasst habe? Boah, das zieht mich ja nach unten, ein Sog. Eine Warp. Aber irgendwie das Gefühl, ich muss mich beeilen.
So, gehen wir doch mal hier rein. Oh. Okay, wie ich es mir dachte, eine Starcoin habe ich verpasst. Ah, hier, okay. Wahrscheinlich. Hier ist sie. So. Und auf ins Ziel. Ah, jetzt wird die Zeit schon knapp. Oh mein Gott. Ja, da fischt er mich noch. Der mich verfolgt. Und geschafft. War echt ein gutes Versteck, die zweite Starcoin. So, wahrscheinlich wird das wieder dieses Bowser-Spiel sein, ja. Oh mein Gott, hat ein Bowser erwischt. Oh, na, come on. Okay, das war 0 auf 0, glaube ich. Ja, ein Leben. Immerhin. Okay, hier kommen wir schon zum ersten Schloss. Dilemma im Turm der Dornensäulen. Und hier haben wir schon die erste Starcoin. Ja, die zweite Starcoin war ja easy. Da hinten geht's hoch. Habe irgendwie das Gefühl, dass Ende, ob ich die nächste Starcoin sein könnte. Ah, nee. Ein Leben. Eine geheime Röhre. Einem Checkpoint. Thank you.
So, dann haben wir alle Star Coins auch in diesem Level. Items brauche ich ja keine, also gehen wir direkt zum Boss. Mal irgendwas mit Wasser jetzt. Wow, jetzt geht er ab. Was? Bleib eingefroren! Und das war's. Wie der es nicht gewehrt hat im Eis. Cool, ein Geisterschiff. Und irgendwas tut sich wieder im Schloss. Im Pilzkönigreich. So, Buhus in Seenot. So, da gibt es natürlich, wie man es kennt, jede Menge Secrets. Okay, eine Fake-Tür. Oh, hier haben wir den ersten Starcoin. Okay. Ein gutes Versteck auf jeden Fall. Okay, da dreht sich ja doch mehr als gedacht. Wow. Ach, come on. Hier oben habe ich mir irgendwie schon fast gedacht. Gehen wir einfach mal da hoch. Oh, hier haben wir die nächste Starcoin. Das wird mit Sicherheit nicht der richtige Weg sein. Das war mir sowas von klar. Und zwar ist hier oben der richtige Weg. Okay, offenbar war das dann doch schon mal richtig. So, und ab hier hoch.
Hier gab es noch irgendeinen Geheimgang. So, 4 Levels haben wir schon mal mit Bravour geschafft. Frage ist, ob ich den Yoshi brauche. Nehmen wir noch einfach mal mit. Cheep Cheep Höhenflug. Wow, wie cool. Und einen Yoshi. Oh. Na okay, war mir klar, dass es ein Leben ist. Nein! Oh mein Yoshi! Ah, die Cheep Cheeps können schon unfair fliegen, das muss man schon sagen. Ein P-Switch. Ah, okay, das sind wieder solche Münzen. Ah, die kommen schon ganz schön hoch, diese. So, hier unten haben wir den nächsten. Wird's ja immer schlimmer mit den Cheep Cheeps. Ach, come on. Danke. Wasser. Nein! Oh, damn it, da hätte ich den Yoshi gebraucht. Ach, scheiße. Okay, geschafft. Wo mag wohl die Starcoin kommen? Wow! Schnell! Das war noch mal echt sehr, sehr knapp. Oh yeah. Mario time. Das war wirklich echt sehr, sehr knapp. So, das nächste Level. Ein Gluck. So, hier gibt's mit Sicherheit wieder einige Geheimverstecke. Thank you.
Oh mein Gott. Ein Mini-Pilz? Das hat doch auf jeden Fall was zu bedeuten. Und zwar, dass man sich... Oh, kommt man hier etwa rein? Cool, die nächste Starcoin. Und Checkpoint, das heißt, meine Starcoins sind wir schon mal sicher. Wow. Da oben ist irgendwas. Hier komme ich ja gar nicht rüber. Okay. Ach Mann, das ist mies. Ah, ich glaube, ich habe eine verpasst, ja. Ah, Tod kommt schon wieder. Was will er von mir? Oh, er hilft mir. Er gibt mir ein Item. Einen Stern. Zwar musste ich ja wirklich perfekt den Cooper Shell werfen. Und dann hier rein in die Röhre. Und hier drin haben wir die letzte Starcoin in dieser Map. So, das letzte Level, das vorletzte vom Schloss. Drachenaalsgrotte. Oh, das klingt gefährlich. Wir haben ja schon so einen Sand. Wow, was haben wir hier? Ist der schneller wie ich? Oh, wir haben schon einen Checkpoint hier. Das heißt, wir werden mit Sicherheit schon eine Münze. Schneller! Ach man, au! Ein sehr, sehr mieser Aal, muss ich sagen.
Vor allen Dingen ist der ziemlich groß. So, Item ist immer gut. Oh, bin ich doof. Oh, und hier haben wir eine Warp. Da werden zwei Stücke kommen. Und jetzt durch. Oh mein Gott. Ah, verdammt. Was ist das für eine Blub-Blub-Armee hier? Ja, alles sind ja Raubtiere. Aber wir haben es geschafft. Ohne ein Leben zu verlieren. Vielleicht nicht mit Bravour, aber... Schon wieder ein Item, oder was? Ein Pilz. Den könnte ich jetzt definitiv gebrauchen. Ich denke mal, ich werde doch mal jetzt ein Item nutzen, weil... Mein Itemlager ist so gut wie fast voll. Und hier haben wir sogar noch ein Pilzhaus. So. Geht denn das? Okay, dann nehmen wir doch mal den Pilz. Wenn man das schon hat. So, hier sind wir in Larrys Torpedo-Festung. Wie immer kriegt mein Castle eine... Was? Aber den Torpedos sollte man definitiv nicht zu nahe kommen, die treffen dich. Ach, was mache ich denn für eine Scheiße? Oh, was haben wir hier oben? Hier oben ist auch noch irgendwas. Da kommt man irgendwie durch, aber ich glaube, da oben wird nichts mehr sein, wenn hier schon die Coin war. Ein Pilz ist doch schon mal ganz gut. Okay. Hier haben wir die nächste Starcoin. Das wird wahrscheinlich mit... Oh. Oh mein Gott. Schwimm, Mario, schwimm. Eine Röhre. Gehen wir davon aus, hier drin wird noch definitiv noch eine weitere Starcoin sein. Oh! Mann, geh doch da rein. Oh, nur Münzen. Also nichts Interessantes. Und das Leben. Das Leben ist uns sicher.
Irgendwo immer was verpasst, würde ich behaupten. Wenn hier jetzt schon der Boss kommt. Hier ist die Boss-Tür. Also irgendwo haben wir eine Starcoin verpasst. Bestimmt da oben vielleicht. Oh mein Gott. Da hier oben irgendwo vielleicht, da wo das Netz hochgeht, ja. Ah, okay. So, dann auf zum Larry. Mal gucken, was er bereithält. So, alle Star Coins haben wir auch dann in diesem Level. Ja, da bin ich. Ja. Wow. Oh oh, das war's für dich. Cooler Bossfight auf jeden Fall. Immer wieder was Neues. So, das war das Minzmeer. Gleich werden wir sehen, ob wir auch alles geholt haben. Da kommt ja immer diese Meldung, dass wir alle Starcoins haben. Auf jeden Fall speichern. Okay, wir haben noch nicht alles. Irgendwas fehlt hier noch. Uns wäre das ja gekommen. Bin mir fast sicher, hier gibt es ein Secret. Der springt einfach nicht ab, der Gute. Genau, und zwar hier drin. Haben wir es. Und zwar hier sind wir jetzt bei der roten Röhre und hier haben wir das Secret Exit. Und hier haben wir das letzte Wasserlevel. Und hier haben wir wieder so einen Fritze. So, dann nehmen wir doch glatt mal einen Pilz mit. Schauen wir doch mal, was uns hier, was Wachstumsschub, was uns hier drin erwartet. Cool. Ah, die Blätter gehen kaputt, so wie das scheint.
So, die erste Starcoin haben wir. Da kommen Goombas mit einem Luftballon. Die zweite Starcoin, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich die einfach hole. Auch natürlich ein sehr kreatives und cooles Level, muss ich sagen. Oh, das war knapp. Okay, die Starcoins waren echt einfach, muss man sagen. Jetzt noch ins Ziel und das war's. Okay, das war das letzte Level wahrscheinlich. Am Minzmeer. Oh, das Wolkenlevel, oder? Hier gibt es sogar noch einen Geisterwald, würde ich mal behaupten. Und hier, zur bergigen Landschaft. So, jetzt kommt die Meldung, dass ich alle Starcoins habe, auch am Minzmeer. So, Leute. Das war's auch mit diesem Part. Das nächste Mal geht es weiter. Da laufe ich jetzt mal ganz kurz schnell hin. Und zwar mit der Eiswelt. Ich weiß jetzt gerade immer, wie die heißt. Und zwar bei der Eiswürfel. Eisfälle. Genau, Eiswürfel, Eisfälle, genau. Da geht das nächste Mal weiter. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da und auch gerne ein Abo für die weiteren Videos, die kommen werden. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.